Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker, Andy. Wir spielen heute ein neues Game, und zwar Shadowrun. Worum geht's? Es ist eine Art Schleichspiel. Ich weiß noch nicht genau sehr viel über die Story. Ich habe nur mal kurz reingeschaut und gesehen, ey, das ist mein Game. Ganz, ganz knapp erinnert es ein bisschen an Styx. Wer das kennt, also wie gesagt, ein Schleichspiel. Ja, man kann auch fighten, man muss es nicht. Es gibt sogar Erfolge, wo man, ich sag mal, killfrei durch das Game gehen kann. Es gibt auch einen Erfolg, wo man alles killen muss, also je nach Spielstil. Ich würde das Ganze nicht als AAA-Titel, sondern als Indie-Titel bezeichnen, was aber nichts Schlechtes ist. Wie gesagt, es ist ein schönes Schleichspiel. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein. Ich habe es nur kurz reingeschaut, ein paar Einstellungen gemacht, Mauseinstellungen und Co. Also ich würde sagen, wir fangen nur mal von vorne an. Ich hoffe, das geht. Und, jo. Kontrollpunkte, jo. Wo kann man, warte mal, Moment. Speicherplatz, so. Hier. Das ist mein Speicherstand. Wie gesagt, ich habe nur vorher mal reingeschaut. Ich lösche das jetzt und wir fangen komplett neu an. Und werden uns das Intro anschauen. Oh, Intro kommt nicht, muss ich nochmal raus. Kapitelwahl, vielleicht können wir es so nochmal abrufen. Oh, ich glaube, das geht leider nicht. Das ist schlecht, weil ich wollte euch jetzt das Vorführeffekt. Das Spiel lässt nicht zweimal hintereinander das Intro abspielen. Das ist ja ein lustiges Game. Das fängt ja schon mal gut an. Gut, dann müssen wir leider aufs Intro verzichten. Ich kann es euch nicht mehr zeigen. Das zeigt nur einmal im Leben das Intro. Das ist natürlich ein intelligentes Spiel. Wie auch immer, wir spielen eine Frau. Wobei im Moment eher das Mädchen hier. Und dieses Mädchen sollen wir später irgendwie durch das Spiel durchführen. Mehr weiß ich noch nicht so ganz. Ups. Ich probiere hier gerade ein paar Tasten durch. Und ja, ich weiß jetzt im Moment nicht, was man machen soll. Das ist so eine Art Tutorial. Ich werde das mal tun oder ein bisschen. Ich nehme mal an, wir müssen hier mal an den Wachen vorbeischleichen. Das machen wir auch. Das Spiel ist in Deutsch. Mit englischer Sprachausgabe, die wirklich ganz in Ordnung ist. Ich kann mich da nicht beschweren. So, die Wachen sollen uns natürlich nicht sehen, das wäre ein Top-10-Hit. Besonders dieser hässliche da. Und wenn wir geduckt sind, sind wir auch ein bisschen leiser. So, jetzt haben wir den da angelockt. Ihr könnt übrigens die Zeit vor- und zurückspulen bei dem Game. So, da spult man es zurück. Bei mir ist es Maus 5. Und mit Q kann man, also wenn man ruhig steht, bewegt sich die Zeit nicht. Das ist wie Zeitlupe. Nur wenn ich mich bewege, bewegen die sich auch. Ich kann aber, bei mir ist es die Taste Q, die Zeit fortlaufen lassen. Und dann bewegen sich die Wachen. So, jetzt lassen wir den vorbeigehen und verpissen uns hier. So, weiter geht's. So, schauen wir uns das an. Seht ihr, Zeit steht still, ich drücke Q. Und Zeit geht weiter. Q runter, Zeit bleibt stehen. Ist ganz interessantes Spiel. Das ist nicht dazu. Am Anfang habe ich mal gedacht, okay, das ist ja easy. Du baust einen Scheiß und einfach Zeit zurück, Zeit zurück, Zeit zurück. Aber davon lebt das Spiel. Das gehört dazu. Und es ist, wie gesagt, ein Schleichspiel. Ja? Also ein bisschen zurückspulen, das werdet ihr oft tun, denn das Spiel ist knackiger, als man denkt. Ne? Dieser. Bin ich denn da hängen geblieben? Dieser Heuhaufen hier erinnert ein wenig an Assassin's Creed. Der ist zum Verstecken. So, jetzt sind wir da drin. Und hier ist eine Wache. Jetzt drücke Q und sie kommt vor. Also die Zeit rennt normal weiter. So, bis hierhin, hinter diesen beiden Wachen da hinten, habe ich vorher das getestet. Auch zwecks Performance, weil ich wollte nicht, was ich schon öfters gemacht habe, mitten im Let's Play dann Einstellungen vornehmen. Das ist ein bisschen, ich nenne es mal, unprofessionell und ekelhaft. Ja. Ich möchte euch das Spiel zeigen, mit euch gemeinsam spielen und nicht da Einstellungen vornehmen. Hin und wieder muss man nachjustieren, ja, aber generell so, das ist ja nicht lustig, ne. Wenn ich da jetzt im Menü die ganze Zeit rumhöre, darum habe ich das schon vorher gemacht und darum habt ihr gesehen, Kampagne fortsetzen.
Leider Gottes kann ich das Intro nicht mehr abspielen, das ist ekelhaft. Ich hab's nicht mal selber gesehen, ich hab's vorher übersprungen, weil ich wollte nur Einstellungen machen. Ne? So, das Ding da können wir schieben, beziehungsweise wir können das überall hinschieben, das macht natürlich Lärm. Und jo, lockt Wachen auf den Plan. So, jetzt lockt man den da an. Der hat jetzt was gehört und jetzt kommt er. Jetzt drücke Q, er geht diesen Weg. Das heißt, ich verpiss mich hier entlang. Der kann mich mal. So, dann schleiche ich mal weiter. Okay, wir gehen in diesen Busch mal. So, wie gesagt, das hier ist die Stelle, wo ich vorher aufgehört habe zu zocken. Ja? Es war eh schon weiter, als ich will, weil ich wollte eigentlich nur wissen, wie gesagt, wie ist die Performance, aber das Spiel macht schon Fun, ne? So, wie sieht's jetzt aus? Warte mal. Da hinten ist keine Wache. Da kommt einer, da steht einer. Wir müssen da weiter. So, Dicker, geh weiter, komm. Wo geht er jetzt hin? Ich trau dem Typen nicht. Na, schleichen wir sie einfach. Oh! Holla Trio. Wenn sie dich entdecken, bist du instant tot. Da gibt's nicht viel Fighterei oder so, sondern einfach zack, bum, bam und du bist down. So, Objekte machen Lärm, wenn du sie bewegst. Du kannst du ausnutzen, um Wachen abzulenken. Okay. Oh. Hab ich gehört, something. So, jetzt hat er das gehört. Und schaut nach, was da abgeht. Und ich verpissel mich hier rum. Tschüss. Oh, bis jetzt ganz interessant. Später können wir nur, glaube ich, mit einer Patchy irgendwas bewegen oder so. Also es gibt da viele Möglichkeiten. So, was haben wir hier? Ein Fass. Solange ich stillstehe, wie gesagt, ist eine Art Zeitlupe und dann passiert nichts. Das ist ganz praktisch, also ihr habt da nicht Stress oder so. Das Sichtfeld der Wachen wird normalerweise nicht angezeigt, aber das kannst du in den Einstellungen ändern. Ja, wenn man auf Easy stellt. Das machen wir aber sicher nicht. Wir sind ja keine Bauern. Wir spielen ja nicht auf Easy. Ich weigere mich auf Easy zu spielen. Wir spielen natürlich auf Normal. So, wo müssen wir hin? Ich schätze mal da durch. Mach dich nun zu deinem neuen Können auf dem Weg zum Kapellengarten. Jetzt ist die Frage, da entlang? Ne, da bin ich hergekommen. Oder soll ich da durch? Ich schau mal, ob wir hier müssen oder wo. Man kann auch hüpfen übrigens. Ich hoffe, die Wache checkt es hier nicht wirklich. Ich habe hier Blödsinn gemacht. Wir sollen da durch. Also, dann lock mal den an. Oh, mehr Geräusch geht nicht mehr. Komm her. So, jetzt kommt der. Wir schleichen uns. Wow, das war schon knapp. Ja, nothing here, weil ich schon weg bin, du Flasche, du. So, dann gehen wir weiter. Da ist eine Wache, da hinten ist eine Wache. Ich gehe jetzt mal hier hin, der muss mich ja nicht unbedingt sehen. Schau mal, wo der andere hingeht. Ich drücke jetzt mal Q. Ja, ihr seht, die Zeit geht langsam voran. Also ganz normal weiter. Kommt der von hinten? Nee, oder? So, der geht außen rum, oder? Dann gehen wir da hinter dem gemütlich rum. Sollte hinhauen. Schön leise natürlich, weil man will ja nicht auffallen, ne? Oh, scheiße. Jetzt habe ich das berührt. Wenn man viel Pech hat, dann hören die das, ne? Also man soll sich wirklich ruhig verhalten. Es gibt hier zwei Wege. Was ist da oben? Okay, das ist nicht der richtige. Gehen wir weiter hier. So, jetzt sind wir hier beim Zelt. Da ist eine Wache. Da ist eine Wache. Oh, das ist kacke. Wie mache ich das? Ich habe eine Idee. Wir locken den da rüber. Hang on now. So, jetzt geht der da weg. Wah, geh durch! So, der geht jetzt voran. Den anderen sehe ich dummerweise nicht gerade. Oh, Kamera! Bist du wahnsinnig? Ich sehe nichts. So, der schaut noch immer blöd. Der ist weg. Und ich kann jetzt hier gemütlich vorbei. Möglichst ohne Lärm. So, jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt? Der schaut nämlich da rund durch das Zelt da. Kann ich nicht durch. Wir könnten den rüberlocken hier, indem wir Lärm machen. So, jetzt kommt der da rüber. Und ich kann weitergehen. Ne? Funktioniert doch, Leute. Einser, das Ganze. Oh, scheiße. Wir haben ihn gesehen. Jetzt müssen wir hier kurz warten, bis der rüberkommt. Aber ist ganz praktisch. Dann kann ich hier schön vorbei. Da ist noch einer. Scheiße. Scheiße. Oh. Seht ihr? Jetzt haben sie uns erwischt. So, jetzt können wir zurückspulen mit Maus 5. Das werden wir auch machen. Ich habe zu lange gewartet, glaube ich. Ich muss da gleich entlang.
Weil wenn der mich sieht, dann... Ey, unsichtbare Wände. Habt ihr das gesehen? Sowas hasse ich in Games. Who goes there? So, das hat er mir ein bisschen gesehen. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil das sind so zweit. Wo geht der? Außenrum, okay, das ist schon mal gut. Ich nehme an, ich muss da rauf, ne? Oh, scheiße. Ich muss mich ruhig verhalten, ich stupse hier alles an. Das ist natürlich nicht so gut. No, there is nothing, weil ich schon wieder da bin, du Flasche. So, jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich mit dem da? Ich würde sagen, wenn das schon hier liegt, das schubst mal runter. Jo. So, zack. Jetzt schaut der deppert. Der geht jetzt darüber, genau. Und wir gehen hinter ihm chillig runter. Oh, der geht da nach oben. Okay, das ist ja noch besser. Da müssen wir ein bisschen beeilen. So, jetzt ist die Frage, da entlang oder da? Ich gehe mal da. Ist das das Richtige? Nö, scheiße. Das war der falsche Weg. So, wo ist er? Nicht, dass der mich sieht. Mal ein bisschen aufpassen hier. Also es macht schon Spaß, es ist halt ein kleines Indie-Game, muss ich sagen, aber absolut nicht schlecht. Jetzt ist es so, der wird mir übersinnlich sehen, wenn ich darüber gehe. Oh Gott. Okay, oh, scheiße. So, jetzt spule ich die Zeit ein bisschen länger zurück. Ihr könnt natürlich nicht ewig zurückspulen, ne? Ich werde jetzt hier gleich entlang gehen, weil ich glaube, der hat mich gesehen, weil ich einfach zu spät dran war. Seht ihr, jetzt hat es funktioniert. Jetzt kann er mich mal. So, jetzt gehen wir da entlang. So, ist hier irgendwer? Nein. So, da ist einer. Okay, den müssen wir ablenken. Der schaut nämlich genau dorthin, wo ich hin will. Das heißt, einmal Ablenkung. Ja, you heard something. So, hier sind schon zwei. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Aber das kriegen wir auch hin. Die werden wir einfach ablenken. Did you hear that sound? Nein, oh, it was nothing. Kennt ihr das aus oder sieht uns der? Who is it? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Aber jetzt kann ich schön vorbeigehen. Hat auch funktioniert. Lol. Geile Aktion. Oh, was denn? Wer denn? Der hinter mir? So, jetzt hat er mich nicht gesehen. Jetzt bin ich um die Seite zum Beispiel. Geile Sache. Was mir ein bisschen am Nerv geht, ich habe hier nicht wirklich einen Befehl, wo ich hingehen soll, ne? Ich gehe jetzt einfach mal darauf. Hier ist ja nichts. So. Also kein Gegner, meine ich. Nix ist ein bisschen übertrieben. Wir sind mitten auf dem Friedhof. Da oben ist ein Schalter. So, was haben wir hier? Unter dem Baum liegen schöne, knackige Äpfel. Ganz allein für dich. Ja, die schnappe ich mir. Kann ich das aufmachen? Ja, da brauche ich nur hingehen, wird das automatisch gemacht. Finde ich klasse. So, dann schnappen wir mal wieder meine Äpfelchen. Ist sie die? You little thief! What else have you taken? Oh. Please, sir. It was just an apple. I'm hungry. With sticky fingers like yours, I wouldn't be surprised to find more stolen goods under those petticoats. So ein Arsch, der gönnt uns nicht mal einen Apfel, der über See im Boden liegt. So da. Und jetzt spielen wir Shadwen. Und wir müssen den König töten. So, jetzt habe ich auch ein Messer. Das ist sehr schön. So, rechte Maustaste, der hat noch keine Funktion, aber okay. Jo, was mich interessiert ist, wie kann ich mal das Missionsziel auszeigen lassen? Shadwen begibt sich zur Kapelle, um dort den geheimen... Was? Einen geheimen Weg in die Stadt zu suchen. Das können wir machen. Grafik übrigens ganz okay. Wenn man sich bewegt, ist sie noch hübscher. Ansonsten wird sie ja so grau, weil die Welt einfriert, was ich nicht so hübsch finde. Aber das gehört zum Spiel dazu. Ich sollte das Ganze ein bisschen heller machen. Springt mit Leertaste. Ja, okay, alles klar. So, was haben wir noch? Suche einen der Häuser nach einer Handwerkssammlung für den Enterhaken. Das ist super, ja. Geh mal rein da. Ah, da haben wir doch was Feines. Ehe es plündern. So, was habe ich hier? Ein Gürtel. Und ein Teil für den Enterhaken. Da sind wir dabei. So, Maus 4 habe ich hier meine Utensilien. So baut man Enterhaken. Das müssen wir halt alles finden, das Zeug hier. Ne? Und dann passt es. Jo. Hier ist keiner, zumindest mal.
Kisten und so werden hervorgehoben. Der Schwierigkeitsgrad übrigens unterscheidet sich nur, ob was hervorgehoben wird oder nicht. Also eigentlich wurscht. Ja, weil wenn die Kiste jetzt nicht weiß umrahmt ist, sondern nur so ausschaut, ich gehe mal weg, nur so, statt so, ja, ist nicht besonders Schwierigkeitsgrad unterschiedlich. Also, ja. So, dann gehen wir da noch rein. Hopp, da ist auch noch eine Kiste. Spiel ist übrigens blind, also ich weiß nicht, wo was ist hier. Ja? Aber ich denke mal, in jedem Haus wird eine Kiste sein, einfach. Ne? Da drüben ist auch noch eine Hütte, da waren wir noch nicht. Die kann doch auch laufen, oder? Warte mal, schleichen? Laufen, ja. So, ich tippe mal drauf, dass oben eine Kiste ist. Einfach nur so eine Idee. Und ich sag's doch. So, haben wir jetzt alles? Kann ich's basteln, oder? Ich weiß auch nicht, ob es einen Fallschaden gibt. Keine Ahnung. Also laufen tut die Tante nicht. Was, mit Shift kann ich mir jetzt ducken? Wollte mich verarschen. Ich dachte, das ist Steuerung. Muss mal kurz in die Steuerung. So, was haben wir denn da? Rennen. Umschalt. Ja, warum duckt sie sich dann? Was soll denn im Schwachsinn? Zustechen, ducken. Das passt eigentlich alles. Nur, wie gesagt, wenn ich jetzt rennen will, das soll rennen sein, ja. Und wenn ich Shift drücke, dann geht sie in die komische Stellung hier. Oh Gott, die Steuerung. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.